Grüß Gott und herzlich willkommen bei Mürztal aktuell. Schön, dass Sie da sind. Die Zeit des Schnupfens ist da. Niesen an allen Ecken und Enden und in alle Richtungen. Kein Wunder, dass auch Tiere verschnupft sind. Die Temperaturen sinken, der Taschentuchkonsum steigt. Man ist verschnupft. Gleiches gilt für unsere Vierbeiner. Vor allem Katzen leiden unter dem bekannten Katzenschnupfen. Dem Problem kann Abhilfe geschaffen werden. Hilfe erhalten unsere Schnurrlis vom Tierarzt. Grippe, Viren im klassischen Sinn sind für unsere Haustiere nicht infektiös, aber auf das Grippevirus setzen sich dann sehr leicht Bakterien drauf. Und wenn wir also mit unserem Hachi Millionen von Viren und Bakterien in die Umwelt pusten, dann können wir diese Infektion, diesen Schnupfen sehr wohl auch unseren Haustieren anhängen, sage ich einmal. Besonders die Katze ist für die Erkrankung Katzenschnupfen sehr anfällig. Und bei der Wohnungskatze kann also der Mensch durchaus der auslösende Faktor eines Katzenschnupfens sein. Wie merkt man das, dass jetzt eine Katze verschnupft ist? Ja, das einzig Harmlose an diesem Katzenschnupfen ist eigentlich die Bezeichnung, weil Katzenschnupfen beginnt wie bei Menschen mit Augenausfluss, Niesen, Nasenausfluss, kann sich aber dann sehr leicht verkomplizieren. Es kann zu Zungengeschwüren kommen und zu Lungenentzündung und wir haben also sehr große Todesraten jedes Jahr an Katzenschnupfen. Deswegen sollte auch die Wohnungskatze, die reine Wohnungskatze, regelmäßig gegen Katzenschnupfen geimpft werden. Aber nicht nur der Schnupfen macht den Tieren zu schaffen. Die kalte Jahreszeit hat für unsere Haustiere auch noch andere unangenehme Begleiterscheinungen. Beim Hund würde ich eher daran denken, wenn wir hinausgehen und der Hund muss im Gassi gehen, dass man darauf achtet, dass man mit einem kurzhaarigen Hund nicht stundenlang stehen bleibt und auf ein Plauscherl, weil sich der verkühlen kann. Wenn er sich aber gut bewegen kann, dann kann er sich nicht verkühlen. Und was also ein echtes Winterproblem der Hunde darstellt, das ist die Salzstreuung. Und was kann man da machen? Ich sage immer, wenn es irgendwie geht, den Hund fernhalten von diesen Plätzen, was aber wirklich nicht möglich ist, aber wirklich in freier Natur mit ihm gehen. Es gibt eigene Pfotenschutzcremen, man kann das einfach mit Hirschteig oft sehr gut machen, dass man schützt vorher. Man kann die Pfoten anschließend abwischen, nicht in warmes Wasser tunken, weil wenn Sie eine eiskalte Hand in warmes Wasser geben, tut das furchtbar weh und dem Hund geht es genauso. Nach vielen erfolgreichen Jahren im Dienste unserer Lebewesen wird es demnächst einen Wechsel geben. Ein kompetenter Kleintierveterinär wird das bekannte Tierambulatorium in Zukunft übernehmen. Ja, am 24. Dezember wird hier die letzte Ordination stattfinden im ersten Stock meines Hauses. Und dann wird Herr Dr. Thomas Nemeth mit dem Inventar ins Parterre siedeln. Samstag, dem 11. Jänner, werden wir im Parterre einen Tag der offenen Tür haben von 10 bis 16 Uhr. Und jeder ist herzlich eingeladen, sich von unseren Angeboten und Leistungen zu überzeugen und sich das anzusehen. In Österreich ist die Arbeitslosigkeit im November wieder gestiegen. In Bruck an der Mur ist man aber unter dem Durchschnitt in der Steiermark und in Österreich. Wir haben uns informiert, warum dem so ist. Die Alarmglocken läuten. Die aktuelle Arbeitsmarktlage gibt Anlass zur Sorge. Mehr als 38.000 sind betroffen. Auf den Nenner gebracht: weniger offene Stellen, mehr Arbeitssuchende. Wie sieht es im Bezirk Bruck an der Mur aus? Bei der Arbeitslosigkeit haben wir zurzeit das Phänomen, also dass bei uns die Lage nicht so dramatisch ist. Wir haben natürlich auch sehr viele Frauen und Männer vorgemerkt, aber der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr ist nicht so deutlich wie im Bundesschnitt oder im Landesschnitt. Liegt es nicht daran, dass man sagen kann, weniger offene Stellen, mehr Arbeitssuchende? Generell ist es richtig. Wir haben einen sehr deutlichen Rückgang bei den offenen Stellen. Das heißt, man merkt noch immer, dass sich die Wirtschaft zurückhält. Die Unternehmen warten noch ab, wie sich die Lage entwickelt. Und dort ist bei uns auch die Dramatik, dass die Stellen um fast 50% gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen sind. Betroffen sind vor allem über 50-Jährige. Hier beträgt das Plus an Arbeitslosen insgesamt 23,5%. Bedenklich aber ist auch die Quote der Jugendarbeitslosen. Hier haben wir das Glück, dass sich in Österreich überhaupt, allerdings auch bei uns in der Region, die Jugendarbeitslosigkeit nicht so dramatisch darstellt wie im Süden Europas,
in Spanien, Italien, Griechenland. Wir haben sogar das Phänomen, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt weniger Jugendliche vorgemerkt haben wie noch im Vorjahr. Für Jugendliche gibt es sehr gute Angebote, Ausbildungsangebote, überbetriebliche Ausbildungsangebote. Und wir haben das Phänomen, dass manchmal zu Lehrstellen gar nicht geeignete Jugendliche gefunden werden können. Ausschlaggebend vor allem ist die Wirtschaftslage. Aber auch die Politik ist umso mehr gefordert. Sie sollte sich intensiver um die Problemlösung kümmern. Das wünsche ich mir, ja. Dankeschön. Die Sicherheit steht immer wieder im Mittelpunkt vieler Umfragen. Gerade in der Steiermark und im Südburgenland kann man aber auf positive Erfolge der Sicherheitseinsätze zurückblicken. Die Verhandlungsgruppe Süd besteht seit 20 Jahren und war rund 300 Mal in der Steiermark, in Kärnten und im südlichen Burgenland erfolgreich im Einsatz. Was sind Ihre Aufgaben? Ja, unsere Schwerpunkte für die Verhandlungsgruppe für die Einsätze sind Geisellagen, Erpressungen, Entführungen, Produkterpressungen, Verbarrikadierungen. Hier haben wir auch doch sehr viele, aber zum Großteil eben Suizidandrohungen, wo von unserer Seite dann mit dem Gegenüber gesprochen wird. Wie wird verhandelt? Unsere Verhandlungen gestalten sich sehr verschiedentlich. Also es gibt Face-to-Face-Verhandlungen, sprich man hat Blickkontakt mit dem Täter oder Gegenüber. Es wird sehr viel auch mit Telefonhandys verhandelt, aber auch mit neuen Kommunikationsmitteln. In der Verhandlungsgruppe ist es primär die Verbindung zu einem möglichen Geiselnehmer oder einen Suizidanten herzustellen. Was ist dabei wichtig? Es ist einmal wichtig, psychologisch zu wirken, kommunikativ aktiv zu sein. Aktives Zuhören ist ganz wichtig, um zu verstehen, was das Gegenüber will, auf die Person des Gegenübers einzugehen, auf die Forderungen einzugehen und so einen Weg der Lösung zu finden. Es gibt immer irgendetwas, irgendeinen Wunsch, warum jemand weiterleben möchte, und diesen Wunsch zu wecken oder ihn zu sehen und ihn zu spiegeln wieder, das ist die große Kunst. Was passiert in Folge? Im Regelfall werden alle unsere Personen, die wir von der suizidalen Handlung abhalten, auch ins LSF eingeliefert. Die Geiselnahme 1996 in der Justizanstalt Calau war einer der härtesten Einsätze für die Verhandlungsgruppe in Zusammenarbeit mit der Cobra. Es wurde über elf Stunden verhandelt und es ist dann nach diesen 11 Stunden, eben wie auch berichtet worden ist, der Zugriff erfolgt durch das Einsatzkommando. Konnte aber auch unblutig beendet werden, die Angelegenheit. Auch beim Grubenunglück in Lassing war das Team vor Ort, um die Hinterbliebenen zu unterstützen. Dieser Einsatz, bei dem ich gedacht habe, na, jetzt werden wir diesen Georg Heinzler ein bisschen betreuen und Durchhalteparolen an ihn senden, damit man eben, wir arbeiten für dich und wir holen dich herauf. Und plötzlich saßen da 11 Witwen, die betreut werden mussten. Also das war schon für mich eine gewaltige Herausforderung. Shopping Moor in Apfelmoor. Wir feiern Weihnachten mit vielen tollen Aktionen und Angeboten. Am 5. Dezember besucht ab 15.30 Uhr der Krampus den Euromarkt und für alle kleinen Gäste gibt es vom Nikolaus ein Sackerl. Und am 7. Dezember gibt es das beliebte Kinderkeksebacken. Shopping Moor in Apfelmoor. Wir feiern Weihnachten mit vielen tollen Aktionen und Angeboten. Der Donnerstag war zunächst nebelig trüb. Gegen Mittag kam dann die Sonne zum Vorschein und bescherte uns Werte über der 0-Grad-Grenze. Der Freitag wird stark bewölkt bis bedeckt und es kommt wiederholt zu teils kräftigen Schneeschauern. Die Frühtemperaturen liegen bei 6 Minusgraden bis 3 Minusgraden. Die Tageshöchstwerte erreichen gerade einmal plus 3 Grad. Das war Mürztal aktuell für heute. Freuen Sie sich auf den stürmischen Wind, aber lassen Sie sich nicht verblasen. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.